Auf AOR könnt ihr Gutscheinkarten für jeglichen Store kaufen und dabei teilweise bis zu 30% sparen. Freut mich wieder mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Holt eure Tricks und Leckereien raus, Hüter. Es ist offiziell, die gruselige Saison ist jetzt am Start und das Festival der Verlorenen ist nächste Woche zurück und Space Grandma ist bereit, diese Süßigkeiten zu verteilen und all unsere maskentragenden Spielereien zu feiern. Wenn ihr mehr zum Halloween-Event erfahren wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Ellie, aka Ellie knallt rein und auf diesem Channel dreht sich alles rund um Open World Games. Wenn du dahingehend also nichts mehr verpassen möchtest, würde ich mich wirklich sehr über ein Abo freuen. Übrigens, ich streame derzeit aktiv auf Twitch und unter anderem haben wir am Sonntag auch meinen Geburtstagsstream. Wenn du das also nicht verpassen willst, würde ich mich wirklich sehr über ein Follow da freuen. Und jetzt gehen wir mal direkt rein in das Festival der Verlorenen. Als allererstes haben wir eine Neuerung und zwar, es gibt natürlich wieder diese Haunted Sectors. Wir hatten das früher mal mit dem Spukforst und jetzt gibt es die, ja, verlorenen Sektoren, die so ein bisschen aufgemotzt sind für Halloween. Und hier gibt es jetzt zum ersten Mal auch legendäre Lost Sector mit ein bisschen Anpassung und einer Menge Beute. Also müssen wir mal schauen, wie das ist. Ich persönlich vermisse sehr den Spukforst von früher, aber man kann ja auch nicht alles haben. Dahingehend gibt es hier neue Legend Haunted Lost Sector. Mal gucken, wie die ganzen sein werden. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr es Spukforst besser oder den Haunted Sector? Dann eine große Neuerung und zwar wir haben neue Engramme. Eine neue Art von Engramm für 2023. Unheimliche Engramme haben zwei Verwendungszwecke. Spieler können sie einzeln aufbrechen, um einige Leckereien zu erhalten oder sie als Währung für Hokus-Focusing zu verwenden. Das ist nämlich auch neu und zwar, ihr kennt ja Hokus Pokus und so weiter und Bungie hat hier ein kleines, ja, ein kleines Wortspiel draus gemacht und zwar Hokus Fokussierung oder Hokus Fokus, irgendwie so. Und hier haben wir einige neue Engramme, die wir fokussieren können, die uns, den Spielern, das Event halt einfach leichter machen. Also Eva Lavante kopiert prinzipiell Rahul und da haben wir immer die Engramme fokussiert und hier bietet uns jetzt Eva Lavante an, das Ganze auch bei ihr zu machen mit unheimlichen Engrammen. Was ist da drin? Also als allererstes, wir haben einmal ein waffenunheimliches Engramm. Da gibt es einmal die Festivalwaffen, aber dafür braucht man halt eben höhere Süßigkeiten. Also man braucht mehr Süßigkeiten. Es gibt ja immer die Währung beim Halloween-Event namens Süßigkeiten und dann müsst ihr die ausgeben. Und für diese Engramme, für die Halloween-Waffen, müsst ihr einfach mehr zahlen. Also ihr müsst ein Engramm haben und halt einfach ein bisschen mehr Süßigkeiten. Vielleicht noch ein bisschen Glimmer. Dann gibt es einmal ein exotisches waffenunheimliches Engramm, dann Beine, Helm und ein truhenunheimliches Engramm. Und jetzt schauen wir uns auch noch gleich an, was da alles so drin sein kann. Erstmal hier die Kosten. Für eine exotische Waffe braucht ihr erstmal ein normales unheimliches Engramm und 2500 Süßigkeiten. Für die exotischen Beine auch wieder, also immer das gleiche halt. Man braucht immer ein Engramm und dann immer 2500 Süßigkeiten. Für zufällige Festival of the Lost Waffen könnt ihr hier ein unheimliches Engramm benutzen und 500 Süßigkeiten. Wenn ihr nicht unbedingt eine wollt, sondern einfach allgemein alle oder ihr habt nicht mehr genug, ja, zum Fokussieren, dann könnt ihr eben das hier benutzen. Und eine spezifische kostet euch dann 1000 Süßigkeiten. Bevor ich das jetzt hier vorlese mit besonderen Hinweisen, das hier ist mit Google Übersetzer übersetzt. Das heißt, ich werde auch ein bisschen freier reden, weil nicht alles stimmt hier so ganz genau. Ich habe mir das aber vorher nochmal auf Englisch durchgelesen, deswegen kann ich es euch relativ gut übersetzen. Als allererstes, Spieler müssen die Erweiterung besitzen, für die sie halt einfach das Rüstungsteil fokussieren müssen, relativ easy. Dann eben erforderliche Erweiterungen für jedes exotische Rüstungsteil sind weiter unten aufgeführt. Das brauchen wir prinzipiell nicht, da könnt ihr auch in-game nachschauen. Einfach nach dem zum Beispiel kleinen Zeichen oben links bei den ganzen Rüstungsteilen oder bei den Waffen. Spieler müssen die exotische Rüstung nicht zuvor erworben haben, damit sie von Hokus Focusing eben gedroppt werden kann. Fallen gelassen werden heißt halt eben gedroppt werden. Wenn ihr Stompies zum Beispiel noch nie hattet, dann könnt ihr das trotzdem hiermit fokussieren, was übrigens richtig, richtig cool ist. Das bedeutet, dass Spieler, denen noch exotische Rüstung fehlt, die Chance haben, diese durch Hokus Focusing zu verdienen. Spieler erhalten nur exotische Rüstung für die Klasse, die sie gerade spielen, während sie mit Hokus Focusing interagieren. Also wenn ihr auf dem Hunter seid, dann könnt ihr nur Sachen für den Hunter bekommen, logischerweise. Dann haben wir einmal das unheimliche Engramm mit den Waffen. Was haben wir hier? Einmal den schweren kosmischen Granatwerfer, das ist der hier, den wir hier gerade sehen. Dann haben wir die Horror Story, Jurassic Green und noch einmal energiemechanisches Scharfschützengewehr. Ich denke, damit ist die Macabre gemeint, also die Halloween-Sniper von letztem Jahr. Dann haben wir einmal die Fokussierung für jegliches Rüstungsteil erstmal.
Das wäre einmal wichtig, wenn ihr das haben wollt. Hier können wir zum Beispiel auch die Osmiomantie-Handschuhe von Hexenkönigin eben fokussieren. Und hier haben wir einmal die exotischen Beine. Da geht es halt einfach ja, um die ganzen Beine, die wir fokussieren können. Und beim exotischen Helm halt die ganzen Helme. Und bei exotischen Truhen, damit ist die Chestplate gemeint, also die Brust. Und damit können wir dann halt eben die ganze Brust fokussieren. Dazu gibt es auch noch ein neues Memento. Und das, meine lieben Leute, das ist wirklich richtig cool. Wenn ich das einmal mehr aufmache, dann sieht man hier, wir wissen zwar noch nicht, wie man das Memento genau bekommt, aber das Memento gibt dir einen Look auf dieser bestimmten Stufe, wenn du deine Waffe gelevelt hast, von so einem, ja, so einem dunkelkirsch-schwarzen Leder-Look auf der Waffe. Und das ist ja mal ultra cool. Also ich bin super, super gespannt, wie das auf bestimmten Waffen aussehen wird. Gerade so bei den craftbaren Waffen wie einer Ostringer, also einer Falkner, könnte das richtig, richtig cool aussehen. Und das ist auch das erste Mal, dass sie so ein Memento mit reinbringen. Also dahingehend wirklich sehr cool. Wir haben natürlich auch noch die Rüstung. Das ist hier oben einmal der Warlock, der Titan und der Jäger. Dafür haben wir letztes Jahr abgestimmt und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr auch wieder für so etwas abstimmen können. Seid ihr gehypt auf Festival of the Lost? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Das war es nämlich auch schon wieder mit dem Video. Bisher haben wir noch keine weiteren Informationen. Wenn es aber Informationen gibt, dann werdet ihr auf diesem Channel hier dazu geupdatet. Würde mich also freuen, wenn du die Glocke aktivierst und dem Channel ein Abo dalässt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine lieben Leute. Bis dahin, bleibt gesund. Peace.